dass den Reichen etwas weggenommen wird. In Lateinamerika haben sie es in Bezirken, wo die Reichen wohnen, die sind also die größten und schärfsten. Also die Frage ist ja, weil Sie von Ort sprechen, die Frage ist ja, leben wir eigentlich im Paradies? Sind wir das Paradies? Ja? Ja, die glauben es, dass wir im Paradies leben. Ja, aber hier geht es um was geht es. Was ist das Paradies? Das Paradies ist hier Wohlstand, ist Geld, ist Reichtum. Das ist das Paradies. Aber die Frage ist, sind wir Menschen hier in unserem Paradies glücklicher als Menschen, die außerhalb wohnen? Und ich glaube, genau der erste Film ist die Gegenthese. Weil die Frau flieht aus Österreich nach Kenia auf dem Weg der Suche nach dem Paradies. Das heißt, sie findet es bei uns nicht. Also eben, und das heißt, also auch für die, die hier sind und die meinen, man braucht die Mauern, um sich sein Paradies zu schützen. Viele derjenigen, die hier leben, sind auf der Suche nach dem Paradies und würden gerne die Mauer überqueren in die andere Richtung, weil sie glauben, dort finden sie das, was sie hier vermissen. Und das heißt, und deshalb kehre ich zurück zu, was ich vorher gesagt habe. Paradies hat etwas, wenn es sowas gibt, mit der innermenschlichen Beziehung. Wir sind auf der Suche nach einer anderen Beziehung zu unseren Mitmenschen, zu unserem Partner, zu unseren Freunden, zu unseren, wer auch immer. Und auf dem Weg dahin, diese Beziehung, sei es eine gescheiterte Ehe oder was auch immer, wiederherzustellen in einem positiveren innermenschlichen Beziehung, geraten wir sozusagen auf Irrwege und je nachdem, in welchem Kontext und Kultur wir leben, werden wir anders indoktriniert nach dem, was wir haben oder nach dem, welche Sehnsucht wir haben. Ja, das heißt, das Paradies ist eigentlich die innere Harmonie, ist eigentlich sozusagen damit, was man als Mensch ist und sein kann, wenn man damit gut leben kann. Und wie kommt man aber jetzt zu der, und da ist mir, wie ich mich ein bisschen eingestimmt habe auf das Thema, etwas in Erinnerung gekommen, was man schon durch Schule gelernt hat, aber was man nie so richtig verstanden hat, glaube ich. Das ist der alte Goethe mit seinem Faust. Was wollte der Faust? Er suchte irgendwo, wenn man will, auch das Paradies. Und der Teufel soll das ihm machen, und er hat aber das mehr oder weniger durchschaut und hat dann zu dem Teufel gesagt, okay, du kriegst mich nur, wenn ich sagen kann, zum Augenblick, verweile doch, du bist so schön. Ja, und dann geht Faust 1, dann geht der Faust 2 durch und immer weiter die Suche. Und am Schluss, der alte Faust ist blind und sozusagen am Ende seines Lebens, es wird schon sein Grab geschaufelt, hat er eines mit dem Reichtum, den er heute auch hatte, geschafft. Er hat ein Land trockenlegen lassen, auf dem Menschen wohnen können, den Menschen pflanzen können, leben können. Er hat etwas für die anderen getan. Und wie er da das so hört, wie dieses Land da trocken gelegt wird, und er weiß, hier gibt es Zukunft für andere, in dem Moment sagt er, dann zu diesem Augenblick wohl möchte ich sagen, verweile doch, du bist so schön. Das war für ihn Erfüllung, nämlich er hat alles durchgelebt an Glücksversuchen. Und das war der Punkt. Und ich sage jetzt, und man möge das nicht allzu moralisch auffassen, aber Paradies ist, wenn ich wirklich etwas Sinnvolles, Sie sagen es eigentlich eh auch so, mein Sohn, für die anderen, für die mitmenschlichen Beziehungen, wenn man ganz konkret für andere tun kann. Das sind manchmal, wenn man die so sieht, die glücklichsten Menschen. Die anderen